Hallo, stellen Sie sich vor, ein Kunde ruft an und sagt, seine Heizungsanlage macht Geräusche. Vor Ort sind die Geräusche dann klar und deutlich zu hören. Aber wo genau kommen sie her? Es gibt mehrere mögliche Geräuschquellen. Und da hydraulische Anlagen Geräusche und Vibrationen gut übertragen, kann es schwierig sein, ihren Ursprung zu finden. Die gute Nachricht ist aber, dass sich das Problem meist beheben lässt. Das Grundfos-Labor zeigt wie. Geräusche werden leicht über die Komponenten einer Heizungsanlage übertragen und lassen sich nur schwer beseitigen. Diese kleine Musikbox stellt eine Pumpe dar. Wenn sie von Luft umgeben ist, hört man kaum etwas. Stelle ich sie aber beispielsweise auf diesen Heizkörper, breitet sich das Geräusch besser aus. Es gibt viele Ursachen für Geräusche in Heizungsanlagen. Zwei wichtige Ursachen sind eine falsche Auslegung und Fehler bei der Inbetriebnahme. Sind die Rohre nicht auf den erforderlichen Durchfluss abgestimmt, können hohe Fließgeschwindigkeiten in Rohren und Ventilen zu Geräuschen führen. Um solche Geräusche zu verhindern, sollten Sie plötzliche Änderungen der Abmessungen, steile Kurven und Rohrbögen mit kleinen Durchmessern vermeiden. Ein bekanntes Beispiel ist der Austausch eines alten Kessels durch eine neue Heizungspumpe. Eine Heizungspumpe erfordert meistens eine viel höhere Fließgeschwindigkeit als ein Kessel. Das liegt an der niedrigeren Temperatur. Die richtige Konfiguration und Drehzahleinstellung der Pumpe sowie ein sorgfältiger Abgleich der Anlage sind auch entscheidend. Sonst wird überschüssiger Druck durch unerwünschte Druckabfälle in den Ventilen abgelassen. So nehmen der Energieverbrauch und die Geräusche zu. Um Geräusche zu verhindern, testet Grundfos seine Umwälzpumpen im eigenen Geräuschlabor. Sehen wir uns das Labor mal an. Im Geräuschlabor werden die Umwälzpumpen umfangreichen Tests unterzogen. Dabei wird auf Geräusche geachtet, die über Luft, Wasser und Rohrleitungen übertragen werden. Der Aufbau mit 20 Mikrofonen erlaubt uns, den allgemeinen Geräuschpegel zu messen und zu dokumentieren. Zusätzliche Schwingungs- und Fluidsensoren quantifizieren die Geräusche, die von den Pumpen über die Rohrleitungen übertragen werden. Kunstköpfe helfen uns dabei, die Pumpengeräusche so zu verändern, dass sie angenehm klingen. Ein weiteres starkes Hilfsmittel ist die akustische Kamera mit mehr als 100 Mikrofonen. Mit ihr machen wir die Geräusche einer Pumpe detailliert sichtbar. Aber selbst der umfangreichste Test kann nicht alle Faktoren nachbilden, die in den vielen verschiedenen Installationen zum Tragen kommen. Daher spielen Sie als Installateur eine entscheidende Rolle beim richtigen Auslegen und Bemessen von Heizungsanlagen. Denn an einer ruhigen Anlage erkennt man, dass sie optimal läuft. So sparen Hausbesitzer Energie und erfahren mehr Komfort in einem gut beheizten Zuhause. Bis zum nächsten Mal im Grundfos-Labor.